Das ist die Web Talk Show. Mein Name ist Nico Gutier und ich habe einen tollen Kinotipp für euch. Transformers Aufstieg der Bestien ist endlich im Kino und man hat sich nicht lumpen lassen. Man hat eine Frau ans Mikrofon geholt, die man sonst von der Rennstrecke kennt. Und ich freue mich, dass sie da ist. Sophia Flörsch, wie geht's dir? Freut mich. Sehr gut, danke. Wir haben schon sehr viele Interviews gegeben. Machen die Leute auf Transformers Aufstieg der Bestien aufmerksam, dann ist es wirklich ein sehr, sehr cooler Film geworden. Und jetzt ist man es ja eigentlich gewöhnt, dass die berühmten Stimmen so ein, zwei Sätze haben, vielleicht drei oder vier. Du hast eine sehr wichtige Rolle gesprochen. Wen sprichst du und wer ist das? Ja, also ich spreche Arcee. Das ist jetzt ein neuer Charakter und zwar ein weiblicher Transformer. Das ist ein Motorrad, die sich verwandelt. Und ja, ich bin die deutsche Stimme, bin sehr, sehr stolz darauf. Hab ja schon eigentlich sehr viel Anteil so, wenn ich den Film anschaue. Bin auch extrem happy und ja, ich glaube, dass der Charakter auch so zu mir passt und deswegen... es ist ein ganz guter Match geworden. Du hast jetzt in den letzten Jahren schon sehr viele neue Wege beschritten. Das war jetzt, glaube ich, das erste Mal in einem Synchronstudio. Wie war denn die Nacht davor? Die Nacht davor war eigentlich ganz gut. Ich habe mich ganz ehrlich sehr drauf gefreut, weil wir hatten davor ein Casting, das schon sehr gut gelaufen ist, wo ich wirklich sehr gute Tipps bekommen habe. Für mich war das erste Mal in einem Synchronstudio. Und einfach zu lernen, wie unterschiedlich eine Stimme sein kann, wie viel Energie man da auch wirklich reinstecken muss, damit das gut wird und was für eine Detailarbeit das am Ende dann auch ist. Es ging aber dann eigentlich an dem Tag relativ schnell. Ich glaube, wir haben 3 bis 4 Stunden sowas gebraucht, haben auch nochmal natürlich ein bisschen was überarbeitet und nochmal ein paar Takes mehr gemacht bei dem einen oder anderen Akt. Aber ja, es ist wirklich ein Riesenrespekt vor Synchronsprechern, weil das ist wirklich nicht leicht. Man muss sich auch wirklich in die Rolle reinfühlen. Und ja, ich hatte Riesenspaß. Und ging das fix? Hast du es schnell hingekriegt oder war es schon ein Weg im Laufe des Tages? Nö, also es ging eigentlich dafür, dass es dann doch mehrere Anteile oder mehrere Akte waren, relativ schnell. Ich glaube, wir waren in 3 bis 4 Stunden durch. Ich hatte auch einen sehr, sehr guten Berater da, der auch die deutsche Stimme für Brad Pitt ist, der mir da auch zur Seite stand und geholfen hat und das dann auch ab und zu wieder irgendwie vorgesprochen hat, wie ich sprechen soll oder wie ich es betonen soll. Man sieht ja da den Ausschnitt des Films auf Englisch und hat dann den deutschen Text drunter liegen, den man dann eben nachsprechen soll. Das Ganze muss natürlich auch in einer gewissen Zeit passieren, damit das dann auch mit dem Mund passt. Von daher war am Anfang vielleicht eine leichte Herausforderung, aber irgendwann habe ich mich reingefühlt und dann ging es auch relativ flott. Und worum geht es bei Transformers Aufstieg der Bestien? Es geht darum, dass die Welt gerettet werden muss, also auch unser Planet gerettet werden muss. Es gibt eine neue Rasse, und zwar die Maximals. Das sind Tiere, die sich verwandeln in Transformers oder in Roboter verwandeln. Und es ist ein sehr, sehr cooler Film. Es sind auch sehr viele Action-Szenen dabei. Arcee hat auch sehr viele Action-Szenen. Das war vielleicht ein bisschen komisch, so im Studio vor 5, 6 Leuten rumzustöhnen und rumzuschreien und anzugreifen. Das war vielleicht da, wo ich ein bisschen über meinen Schatten springen musste. Aber an sich ein sehr, sehr gelungener Film. Es sind auch ein paar Szenen dabei, wo auch ich im Kino laut lachen musste. Von daher kann ich den wirklich jedem nur ans Herz legen. Mir ging es genauso. Also ich habe wirklich viel gelacht und ich mochte den Soundtrack. 90er Jahre Hip-Hop. Ja, genau. Also die Musik wurde wirklich perfekt gewählt. Ich meine, der Film spielt ja 1994 und die Lieder passen irgendwie perfekt so zu New York und auch Ghetto am Anfang so ein bisschen rein. Von daher, sehr, sehr cool. Echo Fresh hat ja dann auch noch einen Abspann-Song geschrieben und für den Film neu komponiert, sagt man das so, der auch wirklich gelungen ist. Von daher, einfach das ganze Paket passt perfekt zusammen, meiner Meinung nach. Finde ich auch. 2023 ist ein heftiges Jahr für dich, oder? Wieso? Ich habe den Eindruck, irgendwas hat wieder begonnen. Ich bin wieder in die Formel 3 eingestiegen, was für mich natürlich sportlich gesehen wieder sehr, sehr schön war und mega war, wieder in Formelsport zurückzukehren. Jetzt hier Synchronstimme im deutschsprachigen Raum für Transformers. Hab meine eigene Dokumentation rausgebracht, beziehungsweise die Premiere gab vor ein paar Wochen. Der wird dann ab September im Fernsehen verfügbar sein. Von daher, sehr viel passiert bis jetzt. Ich genieße es und hab Spaß dabei. Deswegen habe ich gestaunt, dass du gerade gesagt hast, wieso? Ganz normales Jahr. Ich wusste jetzt nicht, auf was es so war. Jedes andere auch. Und bei Grip sieht man dich auch noch? Ich bin ja auch noch Moderatorin bei Grip. Wir sind immer am Autos testen fleißig. Jetzt während der Saison ist es immer ein bisschen schwieriger, Termine unterzubekommen. Aber im Winter wird dann wieder mehr produziert. Und versuche einfach die Sachen, die mir wirklich Spaß machen und am Herzen liegen, umzusetzen oder dabei zu sein und meinen Teil, sag ich mal, dazu zu geben. Und bis jetzt sind ganz coole Projekte dabei gewesen.
Ich denke auch. Skyler auch mit welcher Gelassenheit. Ich nehme an, als damals die Anfrage für Grip oder auch für Transformers kam, war, hat man dich schon mal massiv lächeln und schreien oder war alles so, okay, können wir machen, ja, passt, krieg ich hin. Nee, also das mit Paramount und dass ich hier die Stimme sein darf, ist natürlich eine riesen Möglichkeit gewesen und auch, glaube ich, was Einmaliges so, vor allem auch in meinem Alter. Ich, wie du es aber gesagt hast, ich komme eigentlich aus dem Motorsport, ich fahre eigentlich Autorennen, das ist so mein Metier und wo ich ja, seitdem ich 4 bin, eigentlich unterwegs bin und dann in einem Synchronstudio zu stehen für so einen Blockbuster, der wirklich weltweit bekannt ist, der jetzt eben die 7. Reihe, die jetzt dabei ist, ich glaube 2007 kam der erste Film raus, war ich gerade mal 6, von daher, ja, hat eine riesen Bedeutung für mich und wird man einfach auch nie vergessen. Deswegen, ich werde mir auch die Plakate dann irgendwann mal mitnehmen und definitiv aufhängen bzw. behalten. 2005 hast du damals angefangen mit dem Kartsport. Hast du damals schon gedacht, das könnte mal was Berufliches werden? Ich weiß, es ist weit gegriffen. Oder hast du einfach nur gedacht, ich werde das für immer for fun machen? Wenn man 4 ist, dann hat man ja überhaupt keinen Bezug dazu, von wegen, das will ich mal schon irgendwie später machen. Für mich war das einfach ein Hobby. Wie andere, keine Ahnung, Tennis spielen gehen oder Hockey spielen gehen oder schwimmen gehen, bin ich halt, oder Fußball spielen als Jungs, bin ich halt eben auf die Rennstrecke und auf die Kartbahn gegangen und hatte da meinen Spaß. Und umso älter ich wurde, umso realer wurde das natürlich alles, umso mehr habe ich es verstanden und umso ernsthafter wurde es auch. Von daher, mit 4 war das einfach nur, hatte ich mal Spaß und habe da jetzt nicht wirklich an Formel 1 oder generell Autofahren oder Beruf gedacht, sondern es war einfach nur meine Leidenschaft. Aber irgendwann muss der Tag gekommen sein. Du hast wahrscheinlich deine Eltern abends zu Tisch gebeten und gesagt, Mama, Papa, wir müssen reden. Wie war das damals? Oder haben deine Eltern gesagt, wir haben was Tolles vor? Nee, also ich glaube, als Kind oder wenn du dann älter wirst, dann, wenn du eine Leidenschaft hast dann und du Eltern hast, die dich unterstützen, dann ist das schon so, glaube ich, ein Selbstläufer, beziehungsweise du hörst da nicht auf. Und ich hatte zum Glück immer Eltern, die an mich geglaubt haben und mir versucht haben, alles zu ermöglichen, was sie halt ermöglichen konnten. So. Und ich, als ich so ins Auto umgestiegen bin mit 14, das war dann echt so ein Punkt, wo ich gesagt habe, boah, das erfüllt mich echt komplett und das ist das, was ich eigentlich für immer machen will. Und ab seitdem ist es eigentlich auch wirklich was Ernsthaftes geworden. Seitdem sind Sponsoren involviert, Partner und wirklich große Firmen, die an mich, an meine Story glauben und mit mir zusammen eben diesen Weg gehen. Von daher, ja, das große Ziel Formel 1 ist noch nicht erreicht, aber da sind wir hart am Arbeiten dran. Der Weg sieht gut aus und das Schöne ist, du hast dich auch nicht von der Schule bremsen lassen. Nee, also das war immer so eine Vorgabe meiner Eltern. Habe ich zwar mit 14, 15 nicht so verstanden, weil ich Schule richtig scheiße fand, aber es war immer klar, ich muss Abi machen und ich glaube, sobald du dann irgendwie in der 10. bist, verstehst du auch, warum und dann nimmst du das auch alles ein bisschen ernster und ja, habe auch nie eine Ehrenrunde gedreht oder sonstiges, habe ein 2er Abi gemacht und das hat mir dann auch persönlich gereicht, aber ja, Studium ist gar kein Thema, habe ich auch gar keine Zeit für, von daher, ich bin happy mit meinem Sport. Es gibt eine diverse Aufstellung, die fängt an mit, du bist die erste Rennfahrerin, die. Mhm. Gibt es irgendwas, was auf dieser Liste noch fehlt für dich? Ja, schon vereinzelt Sachen. Also klar, jetzt Formel 3 ist super cool, aber es geht dann natürlich dann auch irgendwann darum, irgendwie Punkte einzufahren, auf dem Podium zu landen, Siege einzufahren, Meisterschaften und dann eben hoffentlich, ja, Formel 2 steht noch an, aber dann eben hoffentlich es auch in die Formel 1 zu schaffen. Bei mir ist immer ganz ehrlich das Thema, klar bin ich eine Frau in der Männerdomäne, aber ich will eigentlich nur als Rennfahrer wahrgenommen werden und diese ganzen Frauensachen als erste Frau, das und das geschafft zu haben, sind zwar alle nice to have und sind auch alle besonders und cool und top so, aber mir ist es eher wichtig, dann eben mit den Männern verglichen zu werden und eben dann zu sagen, gut, ich habe auch so und so viele Rennen gewonnen oder so und so viele, keine Ahnung, Podiumsplatzierungen in der Serie und dadurch eigentlich hervorgehoben zu werden. Das ist natürlich alles super nice, der ganze Weg, der bis hier war, aber es gibt natürlich auch Tage, die du wahrscheinlich nicht vergessen wirst. Der 18. November 2018. Was da passiert für die, die jetzt denken, was war denn da? Och, das ist eigentlich so ein Thema, was ich gar nicht mehr so oft bespreche, wenn ich ehrlich bin, weil es schon so lange her ist. Ich hatte da einen Unfall, der für mich einfach sportlich gesehen, oder mich sportlich gesehen zurückgeworfen hat, durch ja, eine Wirbelsäulenverletzung, die ich damals hatte. Aber ja, wie gesagt, das ist jetzt schon wieder 5 Jahre her. Von daher, Reha hat ein bisschen gedauert oder bis ich dann wieder zurück war. Aber 100 Tage später saß ich wieder im Auto und bin wieder meinem Traum nachgegangen. Und das, ja, ist eher das, was mich motiviert und weiter antreibt. Wie viele junge Menschen schreiben dir, dass du sie motivierst? Schon ein paar und das freut mich natürlich. Ich finde es immer ein bisschen schwer, sich selber als Vorbild zu nennen, so, aber solange ich wirklich junge
Mädels und natürlich auch Jungs erreichen kann und für den Sport motivieren kann, macht mich das happy. Ich glaube, vor allem in Deutschland braucht der Motorsport wieder so ein bisschen Schub, braucht wieder Vorbilder, vor allem in der Formel 1 auch, damit mehr Kinder mit dem Sport anfangen im Jugendalter oder im Kindesalter. Und ja, mir persönlich liegt es natürlich am Herzen, dass ich einfach mehr Mädels auch erreiche und denen zeige, dass sie auch im Motorsport arbeiten können und eben auch, keine Ahnung, Ingenieur, Mechaniker, es gibt ja super viele Berufsfelder auch bei uns im Sport und die sich da nicht abbringen lassen sollen oder einfach an ihre Träume glauben sollen. Und ja, die Sachen sind mir wichtig zu transportieren. Ich hoffe natürlich, dass ich da auch eben mehrere junge Menschen erreiche und freue mich dann über jede Nachricht. Transformers Aufstieg der Bestien gibt es im Kino und als RC zu hören, Sophia Flörsch. Vielen Dank für deine Zeit. Ich sag danke. Und du hast jetzt noch eine wundervolle Möglichkeit. Du darfst in deiner Kamera sagen, was du noch nie in eine Kamera dieser Welt gesagt hast, aber eigentlich schon immer mal sagen wolltest. Oder einfach etwas, was dir wichtig ist. Du hast aber noch einen Moment drüber, Zeit, drüber nachzudenken. Okay. Und für euch da draußen gilt, wenn ihr überlegt, Gott, welchen Film gucke ich denn diesen Sommer, dann gibt es einige. Transformers gehört dazu. Viel wichtiger ist aber süßes Popcorn. Wir sehen uns wieder zur Web Talk Show. Mein Name ist Nico Gutier und jetzt die heutigen Abschlussworte von Sophia Flörsch. Bis dann. Also mir persönlich ist es wichtig, einfach nur zu transportieren, dass jeder Mensch das machen sollte, wovon er begeistert ist oder sie begeistert ist, an seine eigenen Träume glauben soll und die auch wirklich verfolgen soll. Und ihr sollt auch alle ins Kino gehen, denn der Film ist wirklich gut und auch für Frauen und Mädels, denn er ist wirklich lustig. Ich habe teilweise laut gelacht im Kino, von daher genießt den Abend und ja, ganz liebe Grüße.